Zwei Verletzte und zwei zertrümmerte Autos sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 15 Uhr in der Siegener Innenstadt ereignete. Der 47-jährige Fahrer eines VW Caddy war auf der Sandstraße in Richtung Kölner Tor unterwegs. Er versuchte dann, verbotswidrig nach links in die Juliusstraße abzubiegen, wobei er die Vorfahrt eines 27-jährigen Smartfahrers missachtete, der die Sandstraße in Richtung Weidenau befuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die durch die Wucht des Zusammenpralls auf den Gehweg geschleudert wurden. Der 47-Jährige wurde dabei leicht und der 27-Jährige schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro.